Willkommen zu diesem Videotest von XCOM 2. Was? Das ist doch total zu spät. XCOM 2 gibt's doch schon ewig. Nein, ich habe hier die PS4-Fassung getestet, denn heute ist XCOM endlich auch für Konsole erschienen. Ihr könnt es jetzt also für PC, Mac, Linux, PS4 und Xbox One kaufen. Und in dieser Review geht es mir vor allem darum, ihr seht hier schon überraschend viele Einstelloptionen für eine Konsolenfassung, wie es sich denn im Vergleich zur PC-Fassung ansieht und spielt. Und das hier sind so typische Szenen, die kennt ihr. Ja, auf den ersten Blick kein Unterschied, oder? Ich habe jetzt wirklich absichtlich diese Szene genommen, weil das war die einzige in doch mehrstündigen Sessions, wo es mal so leichte Grafikfehler gab. Also diese schwarzen, komischen Schatten da, die gehören da eigentlich nicht hin. Ansonsten läuft die PS4-Fassung, die ich in der Digital Deluxe-Version getestet habe, wirklich sauber, bietet alles, was auch die PC-Fassung bietet. Aber sie ist auch ruckelig. Also das sauber Laufen habe ich jetzt in Bezug auf Bugs gemeint. Die Grafik selbst ist ein bisschen ruckelig, wie auf einem PC, der eine kleine Idee zu schwach ist für die eingestellten Details. Aber da es ein Rundenstrategiespiel ist, da es nicht so häufig vorkommt, würde ich das jetzt nicht als Abwertungsgrund sehen. Ja, die Bedienung funktioniert wunderbar mit Gamepad. Warum auch nicht? Schon der Vorgänger XCOM Enemy Unknown hat ja mit Gamepad sehr gut funktioniert. Da gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern und ich stelle euch das jetzt gleich noch ein bisschen detaillierter vor. Da ich aber die Digital Deluxe Fassung teste, kann ich auch ein paar Takte vielleicht zu den drei enthaltenen DLCs sagen, die man für PC sich auch einzeln kaufen kann oder auch für Konsole, wenn ihr die Standardfassung habt. Ich könnte sie weiter analysieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie jemals nachbauen können, ist dennoch äußerst gering. Das hier sind zum Beispiel die Jägerwaffen oder einige der Jägerwaffen aus dem zweiten Add-on, das im Mai erschienen ist und das die Alien-Jäger heißt. Die eigentliche Besonderheit dieses DLCs, der wie gesagt jetzt in der Digital Deluxe Fassung von PS4 und Xbox One XCOM 2 enthalten ist, ist, dass eine Spezialmission namens das Nest 3 Alien-Herrscher triggert und von da an werden die euch immer wieder heimsuchen auf der Karte und euch angreifen. Und das sind wirklich verdammt schwere Gegner, die vor allem auch nach jeder Aktion eurer Soldaten, also nicht nach jedem Zug, sondern nach jeder Aktion eurer Soldaten ihrerseits eine Aktion kriegen. Also sehr, sehr nasty, diese Alien-Herrscher. Mit dem Digipad dreht ihr die Karte oder hebt sie, also geht in die oberen Stockwerke sozusagen. Ihr könnt auch wegzoomen, indem ihr L2 gedrückt haltet und währenddessen immer noch drehen und hoch und runter gehen. Also ist wirklich sehr einfach. Mit den Schultertasten wechselt ihr zwischen den Soldaten hin und her und um dann Schüsse oder andere Aktionen auszulösen, drückt ihr R2. Und da geht ihr dann standardmäßig, wenn ein Gegner in der Nähe ist, sofort auf diese Zielsicht, die ihr bestimmt kennt. Und in diesem Fall nehme ich aber den Schattenfall-Spezialangriff. Erinnert euch an diese eine Jägerpistole vielleicht, die ich gefunden habe. Die sieht nicht nur schön viktorianisch aus, sondern die trifft auch in jedem Fall. Und wenn ihr den Gegner dann damit tötet, seid ihr automatisch verborgen. Sehr praktisch, muss ich schon sagen. Ja, und weil ich diese Waffe aus dem zweiten Add-on einfach liebe, just diese Pistole, zeige ich sie euch einfach nochmal. Und nochmal. Ja, ansonsten erwartet euch genau derselbe Mix aus taktischer Planung, bisschen Risikoabwägung. Und das Ganze, wie gesagt, gut steuerbar. Schaut mal hier über zwei Stockwerke hinweg in einer relativ unübersichtlichen Gebäudesituation, kann ich hier problemlos mein Ziel auswählen, hinter den Alien kommen und eben mit der Alien-Jäger-Bolzenschusswaffe die Rübe wegpusten. Naja, wobei so aus nächster Nähe das immer komisch aussieht. Und schneid dir mal die Fußnägel.
Ich habe die drei DLCs erwähnt, die drin sind. Der erste, das sind einfach 100 ungefähr verschiedene Outfits für eure Soldaten. Hieß mal Kinder der Anarchie einzeln. Und hier fliegen wir jetzt zu Beginn des neuesten DLCs von Ende Juni, glaube ich, nämlich Shen's Last Gift. Da geht es um ein Geschenk, das euch der Vater eurer Chefingenieurin quasi hinterlassen hat. Und zwar findet ihr in einer abgelegenen Fabrik etwas Besonderes. Damit meine ich aber nicht das böse Tearing, das gerade zu sehen war. Und auch hier dieses leicht verzögerte Nachladen der Texturen. Ja, aber ganz ehrlich, bei einem runden Taktikspiel stört mich das fast null. Wir die ersten Leute seit langer Zeit, die hier reingehen. Der Ort hier ist gewaltig. Warum sollte Edwin ihn einfach aufgeben? Jetzt sehen wir auch hier, was uns erwartet in dieser Fabrik, nämlich Alien oder Advent Max. Und das erinnert euch natürlich bestimmt an das Add-on zum Vorgänger Enemy Within zu Enemy Unknown. Da gab es nämlich auch MEC genannte Max, quasi Exoskelette für eure Soldaten. Beziehungsweise war dann eine eigene Soldatenklasse. So, er hier trägt eine Jägerwaffe und setzt hier eine andere ein, nämlich eine Axt, die darf er schleudern, ohne dafür eine Aktion zu verbrauchen. Und das ist sehr praktisch, weil nachdem hier die verrosteten Knaben irgendwo hingerannt sind, hat er jetzt sofort zum Beispiel einen Nahkampfangriff mit der zweiten Axt auf seinem Rücken. Und die richtet so viel Schaden an, wie der normale Soldat mit seinem Schwert. Peng, das war's. Ja, und nicht nur diese Mechs erinnern an Enemy Unknown, sondern auch, dass ihr einen dann eben wieder selber spielen dürft. Dieses Mal heißt er allerdings Spark und war der Prototyp für alle Advent-Mechs. Das sieht man hier jetzt schön in dieser Fabrikhalle. Und den kriegt ihr quasi in euer Team. Den könnt ihr dann mit zwei eigenen Skill-Trees aufrüsten. Macht ihn zum Beispiel oder im Regelfall wieder zu einem Tank, der einfach massiv Schaden schlucken kann. Im Gegenzug allerdings sich nicht in Deckung begeben darf. Ja, alles in allem ist die PS4-Fassung höchst spielbar. Sie hat kleinere technische Mängel. Aber das Einzige, was mich wirklich genervt hat, ist, dass man tatsächlich mit dem Touchpad, also durch Druck auf das Touchpad, sofort die Runde beendet. Eine schwachsinnige Idee, die mich in meiner Ironman-Partie hier ein-, zweimal echt Nerven gekostet hat. Davon abgesehen, klare Empfehlung von mir. Und der Tipp wäre auch, dass ihr euch vielleicht gleich die Digital Deluxe-Fassung zulegt. Ihr spart im Vergleich zu den Einzel-DLCs Geld. Und ich finde beide wirklich eine Bereicherung, zumindest wenn er gerne mit Robot spielt. Einen kleinen Wermutstropfen gibt's allerdings. Die LWS, die Long War Studios Mods, die in Zusammenarbeit mit 2K Games immer wieder wirklich spannende Veränderungen am Spiel vornehmen, wenn ihr wollt, also mehr Alien-Klassen und so, die gibt's weiterhin nur auf Steam.